Vor wenigen Tagen hatte ich euch das Motorola Moto G der dritten Generation ja bereits im Unboxing kurz gezeigt. Heute möchte ich euch das Gerät in einem ausführlichen Test noch näher vorstellen. Mit dem neuen Update geht Motorola mit dem Moto G der dritten Generation den Weg in Richtung Mittelklasse-Handy. Zumindest was einige Funktionen und auch der Preis ab 229 Euro angeht. Wer sein Cover mit individuellen Farben gestalten möchte, muss zusätzlich nochmal 20 Euro hinblättern. Geblieben ist das 5 Zoll Display. Neu ist allerdings, dass nach der IPX7 Zertifizierung das Moto G Spritzwasser geschützt ist. Wer also mit seinem Smartphone duschen möchte, bitteschön. Mit dem Schwimmen solltet ihr es allerdings sein lassen, denn da reicht es dann doch nicht. Neu ist auch die Kamera. Mit 13 Megapixeln hat Motorola hier kräftig an der Entwicklungsschraube gedreht. Ob die Bilder tatsächlich besser geworden sind, schaut selbst. So, jetzt gibt es auch nochmal eine kleine Tonqualität der Kamera, beziehungsweise auch was den Bildstabilisator anbelangt. Ich halte das Gerät ganz normal in der Hand, gehe jetzt hier auf diesem Waldweg, beziehungsweise kurz vor dem Waldweg, einfach mal mit dem Gerät. Und so habt ihr zum einen einen Einblick in die Qualität im Bereich Editors, im Bereich der Lowlight Performance, wenn ihr also sehr im Schatten und kommen jetzt gleich dann auch in den Sonnenbereich und auch das könnt ihr euch natürlich dann nochmal anschauen. So, aus der Unterführung jetzt raus in den Wald und in den Sonnenbereich. Auch hier seht ihr dann den Übergang sehr schön. Die Qualität, wie ihr gesehen habt, hat sich auf jeden Fall verbessert. Ein deutlicher Sprung ist zu spüren. Lediglich, wie bei vielen anderen Smartphones ebenfalls, der Lowlight-Bereich ist alles andere als zu empfehlen. Auch die Frontkamera wurde kräftig aufgemotzt. 0,9 Megapixel waren es im Geräte der zweiten Generation, in dem aktuellen sind es immerhin 5 Megapixel. Das Display ist echt gut gelungen. Es ist hell, der Kontrast passt und auch die Weißwerte sind, wie ich finde, optimal aufeinander abgestimmt. Eine sehr gute Entscheidung von Motorola ist, dass die Geräte nun alle als LTE-Version, also auch in der 8 GB Standardversion mit 1 GB Arbeitsspeicher, ausgeliefert werden. Man muss schon sagen, bei 8 GB ist es förmlich ein Muss mit einer MicroSD-Karte, denn bei der Standardvariante mit 8 GB stehen dem Nutzer lediglich rund 3 GB zur freien Verfügung. Die 16 GB Variante hat 2 GB Arbeitsspeicher. Für die notwendige Power unter dem Gehäuse sorgt ein Qualcomm Snapdragon 410. Als Betriebssystem kommt das aktuelle Android in der Version 5.1.1 zum Einsatz. Die Apps laufen bis auf wenige Ausnahmen sehr flüssig. Bei dem einen oder anderen Spiel merkt man allerdings auch schon, dass das Moto G an gewisse Grenzen stößt. Warum Moto G auf einen NFC-Chip und den Dual-SIM-Kartenschacht verzichtet hat, weiß wohl nur Motorola und ist mit Sicherheit ein negativer Aspekt. Was ich nicht gut finde ist, dass Motorola bei den neuen Preisen immer noch auf einen Netzstecker und einen Kopfhörer separat im Lieferumfang verzichtet. Beide Zubehörteile müssen separat nachgekauft werden und dann ist das Moto G gar nicht mehr so günstig. Der Akku hält einen Tag und je nach Nutzung vielleicht sogar noch ein paar Stündchen länger. Negativ finde ich allerdings in dem Zusammenhang auch die recht lange Ladezeit des Akkus. Bei mir waren es knapp 3 Stunden. Als Fazit möchte ich festhalten, dass das Motorola mit dem Moto G eine neue Strategie zu fahren scheint. Ein wenig weg vom Image des Einsteiger-Smartphones hin zum Mittelklasse-Handy. Zumindest was einige Features und ja auch der Preis angeht.
Ein Netzstecker und Kopfhörer gehört für mich in ein Mittelklasse-Handy dazu. Die neue Kamera gefällt mir hingegen sehr gut und war ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Auch an dem Display ist nichts zu bemängeln in dieser Preisklasse. Blendet man die Kritikpunkte aus, erhaltet ihr dennoch ein solides Smartphone, welches scheinbar immer mehr zum Mittelklasse-Smartphone aufgepeppt wird. Wie ist eure Meinung zum neuen Moto G, die neuen Funktionen? Habt ihr bereits vielleicht sogar schon erste Erfahrungen sammeln können? Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und danke fürs Zusehen, bis in wenigen Tagen.